Darf ich hier einfach mit dir reden? Mit der Schatzmeisterin, geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Ah, Kupfermünzen zählen nicht. Schade. Finde heraus, wo du die Brosche der Elfenbeinmünze beschaffen kannst. Wie genau soll ich das jetzt herausfinden? Entschuldigung. Was genau habe ich eigentlich geklaut? Habe ich die Haarnadel geklaut bei dem Typi da oben? Ja. Noch eine Elfenbeinmünze. Frechheit, was gibt's denn Besseres als eine Kupfermünze? Ja, ich weiß auch nicht. Die haben einfach meinen Wert noch nicht erkannt. Aber ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich das rausfinden soll, wo ich diese Elfenbeinmünze herbekomme. Ich werde hier nochmal meinen Adler losschicken. Also hier schon mal nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ich bin hier meine Schulterfinte bei. Bleibt immer. Hat mir schon viel. Ich muss wohl irgendwo hin, wo ich Schlüssel brauche. Aufs Dach? Bin mir noch nicht so sicher. Da sind Söldner, die ich stechen kann, wahrscheinlich. Gold- und Silbermünzen? Ich habe noch nirgendwo Gold- und Silbermünzen gesehen. Ich glaube, die existieren gar nicht. Kupfermünze mit einem J? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber warum sollte das nicht gehen? Eine Kupfermünze mit einem J weist ja nicht, dass es auch Gold- und Silbermünzen gibt. Aber also ich habe noch keine gesehen. Yeah.
Das hätte jetzt voll in die Hose gehen können. Ja, aber wir wollen ja ein bisschen Action, oder? Oh oh. Hey, gleich verstummst du! Und selbst wenn es die gibt, dann will ich die gar nicht. Ich will nur eine Kupfermünze. Oh. Danke, Julia. Haben wir hier noch einen, der nicht aufpasst? Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wofür ich den Schlüssel brauche, den ich jetzt hier hole, aber... Ich wollte das Ding treffen und nicht den Typi. Mir mein... Boah, der Schlüssel ist für die Kiste. Okay. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Das hat... Also das... ja, ich brauche immer noch eine Brosche der Elfenbeinmünze. Wo genau soll ich die herkriegen? Spiel? Oh, da unten ist jemand. Hilft der mir weiter? Oder ist das die Wache, wo ich dann hin muss mit der Brosche? Hä?
Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch. Bei allem, der hat mich da hingebracht. Damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört. Welch Verschwendung meiner Zeit. Hallo, Gewürze für dich? Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. Nimm die Brosche der Gilde der Elfenbeinmünze an dich. Also nochmal klauen? Ist das auf dem Dach? Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Allah verfluche dich. Eine Silbermünze, die nicht aussieht wie eine Silbermünze? Wir müssen da rein. Wir gehen übers Dach und gehen dann da rein. Alles kein Problem. Wir wären ja nicht Assassine, wenn wir nicht klettern könnten. Cool. Hier kommen wir nur nicht hoch. Okay, anderer Weg. Gegen was ist er denn jetzt gesprungen? In die Hausecke? Aber hier komme ich auch nicht hoch. Ich hätte auf dem Dach bleiben sollen. Wo war die Stelle, wo wir aufs Dach gekommen sind? Das waren doch auch irgendwelche Baugerüste. Hier bin ich hoch, oder? Ja, hier bin ich hoch. Okay, wir sind auf dem Dach. Ein Polarwolf und bei den anderen ein Drache. Okay. Ich weiß nur, in so Kinder-Freizeitparks und so hast du auch immer so Münzpressen. Und da zahlst du ja quasi gar nichts dafür, außer halt die Münze, die du reinsteckst. Und dann presst die das. Also irgendwie, was hockst du denn jetzt auf der Kante? Du sollst runtergehen.
Basim hört heute nicht so gut auf mich. Ich glaube, das ist da, liegt daran, dass ich so lange nicht gespielt habe. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Es liegt an der Maske, weil er nicht so gut sieht. Das kann natürlich sein. Ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich bin Ki aus Griechenland. Was heißt Hallo auf Griechisch? Damit ich nur beweisen kann, dass ich wirklich aus Griechenland bin. Nicht, dass ich das beweisen müsste. Wenn es sein muss. So. Ich guck mal, dass ich kurz das Fahndungsbild irgendwo entferne. Ich zähle einfach von der Mythologie. Ich muss halt sagen, ich bin nicht so firm, was die Mythologie angeht. Da drüben ist ein Fahndungsfoto von mir. Was ist mit dieser Kamera los? So, jetzt können wir zurückgehen. Ich weiß nur, ist Persephone, ist das griechische Mythologie? Was ist noch griechische Mythologie? Ich war dort drin noch gar nicht fertig. Oh, ich bin so doof. Ich muss die doch alle noch umnieten. Aber warte mal, der hier ist ja jetzt weg. Besorgt. Wir werden Bonus? Nicht nachlässig. Ist griechisch? Was? Weiß es nicht.
Was? Was? Der Tod naht! Ich nehme meine Messer wieder. Danke. Eins hängt hier in der Wand. Krieg ich das auch wieder? Nee. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Drachenbrosche. Muss die Wache mich reinlassen. Ich wechsle mal von der Küche ins Wohnzimmer, lade den Stream neu, bin vermutlich... Oje, mach das, Julia. Vater von Zeus. Oh, Zeus ist griechisch? Stimmt. Herkules. Aber Herkules ist... Ja, ich biete ein bisschen Tzatziki an. Tanze Sirtaki. Oder Uso. Ich kann auch ein bisschen Uso anbieten. Ich glaube, das passt dann schon. Und dann gehen wir ins Grieche durch. Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Hättest du mir auch gleich reinlassen können.